Bürgerinitiative Rating. Ich interviewe Frau Angelika Büchner, die sich mit Flüchtlingen in Ratingen beschäftigt. Frau Büchner, können Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Angelika Büchner. Ich wohne seit etwas über 30 Jahren in Ratingen, war Lehrerin für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften, Geschichte, Politik und bin seit einigen Jahren pensioniert und habe mich nach meiner Pensionierung ein bisschen überrascht gefühlt von der Tatsache, dass ich plötzlich in ganz anderen Bereichen gefragt wurde, weil nämlich die Anzahl der Flüchtlinge plötzlich so groß wurde. Und ich dachte, das ist ein Feld, in dem ich vielleicht noch gebraucht werde. Ja, und dann haben Sie sich engagiert und mit Flüchtlingen Deutsch gemacht. Und dann habe ich in der Unterkunft gearbeitet. Ich habe an der Elsa-Brandström-Schule, als da noch die Integrationsklasse war, ein bisschen der Klassenlehrerin geholfen, indem ich in der Mittagspause mit einzelnen Schülern Gespräche geführt habe. Ich habe einzelne Schüler dann in Ratingen auch in den Schulen untergebracht, wo sie schon einen regulären Schulabschluss machen konnten. Ich habe an der Volkshochschule einen Deutschkurs gehabt. Also ich habe in den verschiedensten Bereichen über die Ausbildungspaten an der Freiwilligenbörse, über den Ehrenamtlerkreis bei der Caritas, an den verschiedensten Bereichen mich engagiert und da auch persönliche Freundschaften gefunden.